Online-Betrug ist zu einem der größten Probleme in Thailand geworden. Fast täglich werden übers Internet in Thailand Menschen massiv abgezockt und da geht es auch um sehr hohe Geldbeträge. Die verschiedenen Online-Betrüger, die einerseits aus dem Inland, aber auch aus dem nahen Ausland operieren, die haben hier leichtes Spiel. Jetzt hat die thailändische Polizei mal informiert, mit welchen Tricks und Maschen die Online-Betrüger ihren Opfern große Summen abnehmen. Ja, hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand und im heutigen Video schauen wir uns die verschiedenen Betrugsmaschen an. Es gibt da eine lange Liste, beziehungsweise die Polizei hat hier sehr viele Möglichkeiten bekannt gegeben. Ich werde da jetzt nicht alle Punkte durchgehen, das sind sehr viele. Ich werde die durchgehen, die meiner Meinung nach am meisten angewendet werden. Vor allem auch bei Ausländern, Expats oder eben Touristen, die sich in Thailand aufhalten. Ja, die erste Betrugsmasche ist relativ simpel und auch eine, die sehr gut funktioniert. Und zwar, wenn man online was verkauft, was man am Schluss nicht ausliefert. Das kommt in Thailand sehr oft vor. Deshalb empfehle ich immer, die Online-Plattformen zu nutzen, wie Lazada oder Shopee. Dort ist es mir auch schon geschehen, dass ich was bestellt habe und dann kam ein mehr oder weniger leeres Paket, da war ein bisschen Abfall drin. Und dann über diese Plattform kannst du aber dein Geld zurückfordern. Das ist in der Regel kein Problem. Problematisch wird es, wenn du irgendwo über Facebook oder TikTok, dort sind die größten Betrügereien oder Betrüger unterwegs, wenn du dort was online bestellst und vor allem schon im Voraus bezahlst, dass dann halt vielleicht nichts ankommt. Deshalb gilt auch dort immer, wenn möglich, erst bei Lieferung der Ware bezahlen. Dann zwei Punkte, die zusammen sind. Das eine ist Jobs anbieten gegen eine Kaution und das andere ist Jobs anbieten im Ausland und dann falsche Versprechungen machen. Natürlich auch mit dem Vorwand, dass man Flugtickets zuerst kaufen muss und, und. Also das ist eine ganz perfide und auch gefährliche Masche. Einerseits hier in Thailand erlebt man das vielleicht, wenn Ausländer in Thailand arbeiten wollen, dass sie irgendwo im Internet auf eine Plattform stoßen, die ihnen Jobs in Thailand beschafft. Da wird dann oft gefordert, dass man diverse Dokumente einreichen muss und die Betrüger dann auch fordern, dass man zum Beispiel einen Kurs zuerst buchen muss oder ein Flugticket über sie, damit sie dann den reibungslosen Ablauf in Thailand gewährleisten können. Ja, das ist natürlich für Ausländer besonders gefährlich, weil hier viele Ausländer vielleicht auch, wenn sie eine positive Jobaussicht haben, ihren Job im Heimatland kündigen und dann schon allen sagen, ja, hey, ich wandere jetzt nach Thailand aus, weil ich hier einen Job gefunden habe, dann fliegen sie hier hin oder ja, zuerst kommen dann die Probleme, dass wahrscheinlich dann der Betroffene plötzlich feststellt, dass die Tickets gar nicht ausgestellt wurden, obwohl er bezahlt hat, aber durch das, dass er dann den Druck hat von zu Hause, weil er schon allen gesagt hat, er wandert aus und auch in Thailand, was nicht geklappt hat. Er hat zwar hier schon Geld verloren durch den Betrüger, aber er will halt dann nicht wieder zurückkrebsen und sein Gesicht verlieren und geht dann vielleicht nochmals auf den Betrüger ein, bucht dann selbst sein Flugticket, fliegt dann hierher und stellt dann erst vor Ort fest, dass er wirklich komplett abgezogen wurde. Und das ist natürlich wirklich ganz, ganz heftig und traurig. Dasselbe gilt auch in umgekehrter Reihenfolge. Thais, die sich hier in Thailand aufhalten und denen versprochen wird, irgendwo im Ausland, zum Beispiel Dubai, einen Job antreten zu können. Und auch hier werden dann Kautionen oder Geldbeträge verlangt, damit man schon mal die ersten Buchungen und Abklärungen und Abwicklungen treffen kann. Und am Schluss wird dann auch hier das Geld eingesteckt und der Geschädigte hat alles verloren. Dann haben wir die Hotelmasche, über die habe ich schon mal berichtet. Das ist ja die Masche, wo du ein Hotel buchst online oder ein Zimmer oder ein Haus, eine Ferienwohnung, was auch immer. Dann bezahlst du das im Vorhinein und dann kommst du vor Ort und das Hotel weiß von nichts, hat keine Buchung erhalten. Dann gibt es auch viele Fälle, wo jemand dich anruft und vorgibt, ein Verwandter von dir zu sein. Und dann sagt, dass er Schulden hat und um die Schulden begleichen zu können, deine Hilfe braucht. Und du gehst dann vielleicht davon aus, wobei es mir immer noch ein Rätsel, wie das geschehen kann,
dass ein Verwandter ist, den du vielleicht noch nie getroffen hast, oder ja, es wird ein Name verwendet von jemandem, den es in deiner Familie wirklich gibt. Aufgrund von Datendiebstahl wissen die das, aber du halt vielleicht diese Person nicht so gut kennst und dann halt bereit bist, finanziell zu helfen, obwohl es sich gar nicht um die Person aus deiner Verwandtschaft handelt, sondern um Betrüger, die vorgeben, diese Person zu sein. Dann gibt es sehr viele Betrugsmaschen im Bereich Romance-Scam, also so, wenn man zum Beispiel jemanden kennenlernt, der vorgibt, in dich verliebt zu sein. Oft funktioniert das auch aus dem Ausland, in Thailand zum Beispiel aus Myanmar. Da ruft zum Beispiel eine Frau aus Myanmar einen Thai an, der Single ist, zeigt ihm ein paar Fotos, wie hübsch das die Frau ist und sagt, sie möchte gerne nach Thailand, weil in Myanmar jetzt aktuell ja auch ein Bürgerkrieg herrscht. Und der junge Thailänder oder auch der junge Ausländer dann denkt, oh, okay, ja, das ist eine hübsche, die mag ich, vielleicht auch noch ein paar Wochen ein bisschen hin und her telefonieren und schreiben. Und dann kommt dann halt irgendwann die Frage von seitens der Frau aus Myanmar, hey, ich brauche Geld, um zu dir reisen zu können, ich brauche ein Flugticket etc. Kannst du mir die geforderten Beträge überweisen? Und so werden extrem viele Leute abgezockt. Aber es kommt noch schlimmer. Oftmals, vor allem wenn dann eine Beziehung entsteht, wenn man über mehrere Wochen oder Monate miteinander in Kontakt steht, kann es auch gut sein, dass die Frau oder der Mann, wer auch immer der Betrüger ist, vom Gegenüber noch Fotos verlangt, Nacktfotos oder sonst irgendwelche sexuellen Fotos und ihn dann damit erpresst. Also dass sie oder er dann sagt, hey, ich habe jetzt von dir da Nacktfotos erhalten, sende mir diesen Betrag oder ich werde diese Fotos in den Online-Medien veröffentlichen. Auch in diesem Bereich gibt es noch eine weitere Betrugsmasche, und zwar, dass sich die Betrüger verheiratete Paare suchen und dann gezielt zum Beispiel die Betrügerin, eine hübsche Frau, versucht, sich an den Ehemann einer anderen Frau heranzumachen. Und wenn das dann auch erwidert wird und Beweise gesammelt werden können, dann kann man ihn auch erpressen. So im Sinne von, wenn die zum Beispiel mal ein Date haben oder wenn jetzt der Mann Nacktfotos der Betrügerin sendet, dann kann natürlich die Betrügerin ihm drohen und sagen, hey, zahl mir eine gewisse Summe oder ich werde deine Frau kontaktieren und ihr sagen, dass wir ein Verhältnis zusammen haben. Also auch diese Masche kommt in Thailand sehr häufig vor. Dann eine weitere Betrugsmasche ist das Hacken von Online-Konten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Facebook. Ich habe ein Facebook-Konto. Jemand hackt mein Facebook-Konto und geht dann oder schreibt in meinem Namen meinen Freundeskreis an, so eine Art Mail oder Facebook-Message. Hey, ich habe finanzielle Probleme, kannst du mir helfen? Überweise mir bitte diesen Betrag auf dieses Konto. Das ist auch eine Masche, die sehr häufig vorkommt. Auch hier ist klar, wenn man gehackt wird, so schnell wie möglich die Freunde mit einem Post informieren und natürlich auch das bei Facebook oder bei den sozialen Plattformen, wo man unterwegs ist, das melden. Ein sehr großes Problem ist vor allem auch das Installieren von Malware auf deinem Gerät. Und das wird auch oft so gemacht, dass man dir irgendwelche Nachrichten oder Mails schickt mit Links. Und wenn du diese Links öffnest und der Virusschutz oder der Schutz vom Gerät nicht ausreichend genug ist, dass dann diese Malware auf dem Gerät installiert wird. Also auch hier, wenn man, also ich mache das zumindest so, wenn ich von irgendwelchen unbekannten Personen eine E-Mail bekomme oder eine Nachricht, egal wo, ich öffne die nie. Ich werde nie auf irgendeinen Link klicken etc., wenn die nicht von Freunden von mir kommen. Dann ein Riesenproblem sind auch gefälschte QR-Codes. Und diese Masche ist sehr interessant. Mittlerweile in Thailand findet man ja vielerorts einen QR-Code, wo man bezahlen kann. Nehmen wir jetzt mal eine Straßenküche. Eine Straßenküche, die nachts einfach zu ist, tagsüber hat sie geöffnet. Die hat dort einen QR-Code. Jetzt kann ein Betrüger über Nacht dorthin gehen und einfach seinen QR-Code, wenn er es korrekt kopiert, vielleicht noch mit dem Namen des Restaurants, so wie halt das, der QR-Code, der bereits dort ist, ausschaut,
und dann überklebt er das Ganze. Wenn jetzt am nächsten Tag Kunden kommen, klar, bei einer Straßenküche kann man jetzt nicht viel Geld machen, das würde sich wahrscheinlich dann eher lohnen bei einem anderen Ort, wo die Kaufbeträge viel höher sind, aber würde jetzt am nächsten Tag ein Kunde kommen und dort mit QR-Code bezahlen wollen, dann scannt er den falschen QR-Code, nämlich den QR-Code vom Betrüger. Und wenn er dann auf Überweisen klickt, dann geht das Geld halt anstatt an den Nudelverkäufer, geht es dann halt an den Betrüger. Ein Trick, der auch immer sehr gut funktioniert, ist das Anbieten von kostenlosen Dienstleistungen oder Produkten. Wir leben heute in einer Welt, wo ja jeder alles gratis möchte am liebsten. Die wenigsten sind noch bereit, für was, für Qualität viel zu bezahlen. Und auch das machen sich die Betrüger zunutze, indem sie halt kostenlose Dienstleistungen anbieten oder eben auch kostenlose Produkte. Aber wenn du dann diese Produkte bestellst, habe ich selber schon erlebt bei TikTok, meine Frau hat dort was bestellt, was extrem günstig war, aber die Versandkosten waren dann etwa ums Zehnfache höher. Also haben sie eigentlich dann die Gewinne eher über die Versandkosten gemacht, als über das Produkt selbst. Und auch das ist ein Problem, was sehr häufig auftreten kann. Dann eine Masche, die vor allem in Thailand für Thais sehr gefährlich ist. Und auch die kommt sehr häufig vor. Und zwar hast du eine Firma, dort wirst du angestellt als Arbeitnehmer und plötzlich fragt dich der Chef der Firma oder der Arbeitgeber nach einer gewissen Zeit, ob du bei der Bank einen Kredit aufnehmen könntest über mehrere hunderttausend Baht oder sogar schon 1-2 Millionen Baht, je nachdem wie kreditwürdig du bist. Oftmals werden auch nur Leute eingestellt, denen es finanziell schon etwas besser geht, die eben bei der Bank auch kreditwürdig sein könnten. Warum machen sie das? Du hast dann vielleicht die Angst, dass du, wenn du das nicht machst, dass du den Job verlierst. Der Chef oder der Besitzer der Firma, der fordert dich auf oder sagt dir, ja, wenn du das machst, dann hast du Aufstiegsmöglichkeiten bei uns. Ich werde dir auch auf den monatlichen Lohn Zinsen geben, natürlich für das Geld, was du ausgeliehen hast von der Bank und in meine Firma investiert hast. Und ja, so geht es dann weiter, bis dann vielleicht irgendwann der Geschäftsführer sich aus dem Staub macht oder halt dich rausschmeißt und du dann halt selber schauen musst, wie du wieder ans Geld kommst, das du der Bank noch schuldest. Und am Schluss ist ja dein Name, also du hast den Kredit bei der Bank aufgenommen, nicht der Chef oder der Geschäftsführer. Somit ist er da auch fein raus, sofern du nicht belegen kannst, dass er dich damit erpresst oder genötigt hatte, was ja sowieso sehr schwierig ist, wenn das alles mündlich geschieht. Ja, das waren jetzt ein paar Betrugsmaschen, die in Thailand sehr häufig vorkommen. Es gibt da noch mehr, aber das sind dann welche, wo ich eher glaube, darauf werdet ihr nicht reinfallen. Ja, was kann man machen? Vor allem in Thailand oder im Ausland finde ich das extrem wichtig, würde ich zu Hause natürlich auch machen, aber vor allem im Ausland finde ich es noch viel, viel wichtiger, dass man immer, wenn man was kauft, kleinere Beträge, mir persönlich wäre das jetzt egal, 2-3 Euro irgendwo was kaufen, ein paar hundert Baht oder so, aber wenn man was kauft, was teuer ist oder Geldüberweisungen tätigt an irgendjemanden für eine Dienstleistung etc. oder für ein Produkt, was viel kostet, dass man da immer die Beweise sammelt, auch Verträge. Oder wir haben es gerade gestern wieder gehört in einem Video auf meinem Hauptkanal, da wurde wieder ein Deutscher abgezockt, der hat alles verloren, weil man halt einfach keine Verträge macht. Heutzutage, auch in Thailand, es ist so einfach, du kannst alles regeln, auch dass du hier vor Gericht gute Chancen hast, wieder alles zurückzubekommen und der Täter bestraft wird. Wenn man halt eben Online-Überweisungen tätigt, das Gegenüber identifiziert, das ist das Wichtigste, und halt einfach alle Beweise sammelt, damit man auch bei einem Betrug zur Polizei gehen kann und sagen kann, dieser Mann hier, ich habe eine Passkopie, hat mich betrogen, hier habe ich die ganzen Auszüge vom E-Mail-Verkehr oder von den Chat-Nachrichten, wo wir miteinander kommuniziert hatten, oder weil die Leute treten ja mit dir in Kontakt und fordern dich ja auf, Geld zu überweisen. Du hast hier klare Beweise, wenn jemand dich abzocken will. Und wenn du ihn noch identifiziert hast und auch noch das Bankkonto hast, auf das es
auf welches du Geld überwiesen hast, weil du es mit Online-Banking gemacht hast, dann sind das sehr, sehr wichtige Beweismittel, damit eben auch einerseits vielleicht deine Versicherung bezahlt, sofern du eine hast, und im Weiteren die Polizei dann diese Schurken auch festnageln kann. Ja, das war's von heute zum Thema Betrügereien, vor allem Online-Betrug in Thailand. Wenn du noch irgendwelche Maschen hast, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, die noch wichtig oder erfolgreich von Seiten der Betrüger sind, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.